Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem Opening einer Legendary Collection 4 Joey's World. Hier drin gibt es richtig sahnige Karten und was wir ziehen werden, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, die Yu-Gi-Oh! Legendary Collection 4 Joey's World ist mal abgesehen von der Legendary Collection Kaiba, die ich nicht wirklich als Legendary Collection ernst nehmen kann, sondern eher als sowas wie Dual Power sehe. Es ist halt hier tatsächlich die letzte sich mit Duel Monsters beschäftigende Legendary Collection, so wie wir sie von damals kannten, mit den Mega Packs und den Commons und den garantierten Secrets, Ultras und Super Rares. Danach kam nur noch die Legendary Collection 5, die sich dann mit 5Ds beschäftigt hat. Auch die ist oldschool, aber hat halt nichts mehr mit Duel Monsters zu tun. Wir werden uns jetzt gleich mal auf der Rückseite angucken, was drin ist. Speziell auch aus dem Grund, weil ich das Promo-Pack zulassen werde. Ich habe alle Karten, die es da drin gibt, so oft. Ich kann sie nicht mehr sehen. Zunächst mal, wir haben wie üblich unsere 5 Megapacks. In jedem Megapack sind eine Rare, eine Super, eine Ultra und eine Secret drin. Der Rest besteht aus Commons. Das sind insgesamt über 300 Karten, die man eben hier sammeln kann. Da sind auch sehr schöne Karten drin, die man ziehen kann. Dann haben wir unten die Promokarten. Wir haben hier die 6 Scharf-Tokens. Kennt jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Yu-Gi-Oh! Beschäftigt hat. Und darunter haben wir die damals neu erschienenen 3 Promos, davon eben hier 2 Turnierlegale, eine Nicht-Turnierlegale. Die Turnierlegalen sind die Harpien-Phönix-Formation und der blaue Flammschwertkämpfer und die Nicht-Turnierlegale, da steht auch unten dran, dass die Karte im Spiel nicht verwendet werden kann. Das ist die Karte des letzten Willens. Ja, die Promos sind, um ehrlich zu sein, also sie sind cool, auch vor allen Dingen diese Harpien-Phönix-Formation, aber sie sind nicht das Wahre. Es gibt bessere Promos, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch der blaue Flammschwertkämpfer ist eine coole Karte, aber im Gegensatz zum Originalen finde ich ihn halt ein bisschen schwach vom Design her. Ja. Ich meine, hier sieht er mega cool aus, aber irgendwie auf der Karte, ich weiß nicht. Obwohl es dasselbe Artwork ist. Fragt mich nicht warum, fragt mich einfach nicht. Ja, was erhoffe ich mir aus dieser Legendary Collection zu ziehen? Es ist eine Common, die ich möchte, und zwar der 6. Sinn. Abgesehen davon lasse ich mich bei allem überraschen. Wer es nicht weiß, der 6. Sinn ist eine Common, die hier tatsächlich das erste Mal rausgekommen ist und auch keinen Reprint bekommen hat seitdem. Die ging ja damals 30 Euro oder so. Das war, glaube ich, eine der ersten Commons, die wirklich extrem viel gingen. Und die geht auch heute noch 8, 9 Euro. Und die würde ich einfach gerne mal ziehen, ja? Ich habe sie zwar schon relativ oft, aber ich habe sie noch nie selbst gezogen und dementsprechend würde ich das einfach gerne mal. Ansonsten lasse ich mich einfach überraschen. So, dann machen wir das Ganze mal auf. Genau, wir haben hier die Matte. Ja, die kennt man ja auch. Ich kann sie mal ganz kurz in die Kamera halten. Wir haben hier Joey Wheeler drauf auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir dann die Harpien-Phönix-Formation, also das Artwork der Karte halt. Auch cool sind halt diese Holzdinger. Die sind ja mittlerweile besser geworden als damals sogar. Aber ja, für Anfänger gingen die auf jeden Fall zum Spielen. Ich habe davon tonnenweise zu Hause rumliegen und die kann man noch nicht verkaufen. Die gehen ja keine 2 Euro, die Dinger. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall das Promo-Pack. Das lassen wir ja sealed, haben wir gesagt. Und die 5 Megapacks, die holen wir jetzt hier mal raus. So. Dann machen wir das Ganze hier wieder zu. Stellen das mal dekorativ an die Seite. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit dem ersten Pack. Wir haben Zauberreproduktion. Das ist auch eine Karte, die in Ultra Rare dann rauskam, in der Legendary Collection Kaiba. Das war ein cooler Reprint. Monster ablösen. Gab es auch als Secret Rare aus dem Retro Pack. Habe ich mal eine in Secret Rare aus dem Retro Pack auch geschenkt bekommen vom lieben Lizon. Sebastian Lissam, vielen Dank nochmal an der Stelle. Dann Großes Mammut von Goldfine. Eine uralte Karte, die war damals, oder die ist damals in den Volume Packs rausgekommen in Japan ursprünglich. Dann als Rare der herbeigerufene Thunschädel. Na, das ist eine gute Rare, sehr schön. Der Spieldrache der Harpien, das ist schon mal die erste richtig krasse Karte, Leute. Die geht auf jeden Fall einige Euros.
Ich glaube so zwischen 5 und 10 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Allerdings ist der Wert schon extrem veraltet. Es kann auch sein, dass ich mich hier jetzt, zumindest was den Wert angeht, vollkommen umsonst freue. Kann aber auch sein, dass die Karte noch mehr in die Höhe geschossen ist. Vielleicht hat auch der Reprint aus dem Speed Duel Display, das letztens rauskam, den Wert ein bisschen gesenkt. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Aber richtig cool, Leute. Richtig nice. Hier ein Harpien-Spieldrachen in Ultra Rare. Den legen wir uns auch direkt raus. Dann haben wir Hysterische Party als Super Rare und Grabwächters Spion als Secret Rare. Ja, ich lege jetzt hier nicht jede Holo raus, ich lege tatsächlich nur die raus, die ich halt wirklich auch extrem gut finde. Dann haben wir Maximum 6, das ist eigentlich eine Karte, die in einem GX-Set ursprünglich dann rauskam, beziehungsweise im normalen GX-Booster-Set. Ist allerdings offensichtlich eine Karte aus Duel Monsters damals und dementsprechend hier vertreten. Und dann haben wir noch der Unterwäldler, Mega Cyber. Das erste Pack war schon mal ein voller Erfolg. Ja, bedauerlicherweise halt nicht die Karte, die ich mir gewünscht habe. Aber vielleicht das zweite Set. Ich glaube sogar, dass der sechste Sinn ziemlich shortprinted war. Dann haben wir Soa, kennen wir auch aus TFK und WP11. Sehr coole Karte. Dann der schwarze Anhänger. Als Rare haben wir Unterwäldler Totenkopfdrache, das ist auch eine schöne Rare. Dunamis Finstere Hexe, die finde ich auch cool, das ist eine sehr schöne Karte, die gibt es auch aus dem Tournament Pack. Richtig nett mit anzusehen, sehr schön. Sehr schön, die legen wir auch mal raus. Haben wir eine Polymerisation. Ja, Polymerisation ist immer gut, klar. Ist eine Karte, die war damals bis heute relevant, beziehungsweise, ja gut, heute kann man ja auch ohne Polymerisation fusionieren, aber damals, zu Zeiten, als man die Polymerisation noch gebraucht hat, war das natürlich eine Allerweltskarte, die hatte jeder. Und unsere Secret Rare ist Grabwächters Spion. Ernsthaft? Zweimal den scheiß Spion, ich werde nicht mehr. Okay, dann geht's weiter mit Kanonenroulette. Das war, glaube ich, eine Karte aus Pharaoh the Guardian. Oder Magician's Force, glaube ich zumindest. Dann haben wir den Goblin-Zombie und den Fluch des Vampirs. Weiter geht's. Na, noch drei. Noch dreimal die Chance auf den sechsten Sinn. Wir haben den Schädelpirscher. Das ist eine Kamel, die sieht man heutzutage tatsächlich gar nicht mehr so oft. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwo anders schon mal noch einen Reprint bekommen hat oder ob das hier der einzige Print war. Keine Ahnung, aber ich finde die Karte auf jeden Fall richtig cool. Ist mit Sicherheit auch eine Volume Pack oder Booster, wie das Set damals hieß. Karte von damals aus dem OCG. Dann haben wir Mega Zauler. Das ist auch eine dieser Karten. Sehr cool. Also muss ich sagen, in diesen Legendary Collections sind einige Karten rausgekommen, die man heute so gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Oh, jetzt hatte ich fast einen Herzinfarkt. Ich habe eine Fallenkarte gesehen. Oh, magische Störung. Die Rare ist der rotäugige Zombie-Drache. Oh, Beige, Frontkämpfer der finsteren Welt, der freut mich, denn finstere Welt ist nicht nur eins meiner Lieblingsthemas mittlerweile, wurde natürlich abgelöst durch Wendschrecken, war aber damals mein absolutes Lieblingsthema und ich habe mich damals sehr mit diesem Thema identifizieren können. Ich bin ja selber auch so Richtung Metal, Gothic, whatever, wie ihr das nennen möchtet. Und dementsprechend war das auch das einzige Deck, das ich damals gespielt habe. Ach, das ist schon so lange her, Leute. Ich habe das Deck gespielt, da kamen die Monster noch nicht mal in der Serie vor. Ja, das war noch irgendwie Anfang GX oder so. Richtig cool. Deswegen lege ich mir den raus, auch wenn er eigentlich nichts Besonderes ist. Für mich ist er das. Dann haben wir die Jagdgründe der Harpien und Sündenbock. Sündenbock ist eine gute Karte. Sündenbock ist wirklich eine gute Secret Rare. Die legen wir uns natürlich auch raus. Dann geht's
geht's weiter mit dem Babyspieldrachen der Harpien. Und zu guter Letzt Kamerad Schwertkämpfer von Landstern. So, zwei Packs left. Die legen wir jetzt, das Pack legen wir nach oben hin. Ach komm schon, ein sechster Sinn muss doch drin sein. Wenigstens einer. Wir haben Kerkerwurm. Das ist eine Karte, die ist auch aus dem McDonald's Pack 2 oder im McDonald's Pack 2 erschienen. Und ja, geht da glaube ich auch 2-3 Euro. Ist eine sehr coole Karte. Dann haben wir den Axträuber. Gibt es auch aus dem Tournament Pack, also super rare. Ich kriege jedes Mal, wenn ich eine Fallenkarte sehe, halt einen Herzinfarkt. Fallen lassen ist eine Karte, die auf jeden Fall schön designt worden ist. Nochmal der Unterwäldler Totenkopfdrache. Grabwächter Stähle, ja. Damals, als ich mir die 4 Legendary Collections gekauft habe, bevor wir den Kanal gecleant haben sozusagen, war es auch so, dass wir die jedes Mal gezogen haben. Also in jeder Legendary Collection war die mindestens zweimal drin. Dann nochmal Jagdgründe der Harpien und das Secret Rare haben wir den Säbelsaurier. Dann haben wir den Suijin und göttliche Ritter Ishzak. Letztes Pack. Ich hoffe, wir kriegen noch eine coole Karte. Wenigstens ein sechster Sinn oder eine schöne Holo. Es wäre einfach extrem geil, wobei die Chance bei über 300 Karten halt doch sehr gering ist, dass man ausgerechnet aus einem Set die Karte kriegt, die man braucht. Dann seismische Schockwelle. Amazonisches Dorf. Der schwarze Totenkopfdrache ist auch eine schöne Rare. Harpientänzerin? Harpientänzerin? Wirklich? Gab es die damals schon? Oh, das ist jetzt peinlich. Ich dachte, das wäre eine neue Karte. Scheint sie aber nicht zu sein. Okay, Harpientänzerin. Auch gut. Nochmal eine Poli. Oh, Raigeki, Leute! Ich hab's doch gesagt, noch eine geile Karte. Raigeki. Das ist eine Karte, die ist auch was wert. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel, aber Raigeki in fucking Secret Rare. Ja, Mann! So muss das sein. Und jetzt haben wir dahinter noch sechster Sinn und dann springe ich aus dem Fenster. Ohne Witz. Geiler Scheiß, Leute. Geiler Scheiß. Dann geht's weiter mit den Harpienschwestern und guter Letzt haben wir, oh ne, wir haben noch zwei Karten, Sasuke oder Sasuke Samurai und Vampir Genesis. Ja, das war das Opening für heute. Wir haben die Legendary Collection 4 aufgemacht. Ich bin happy, Leute. Ich bin richtig happy. Wir haben halt zwei meiner Meinung nach richtig krasse Karten gezogen. Eine Karte, die auch recht gut ist und eben zwei Karten, die ich persönlich richtig geil finde. Und ja, aus einer Legendary Collection kann man nicht mehr erwarten, Leute. Das ist einfach super geil. Ja? Klar, wieder Minus gemacht, wie immer halt, aber das macht ja nichts. Darauf kommt es nicht an. Das ist einfach mega, mega geil. Ich freue mich gerade wie ein Schnitzel. Werde mich hinsetzen und direkt das nächste Opening drehen. Ich habe eine Menge Stuff hier. Das muss alles abgearbeitet werden. Wir sehen uns zu einem weiteren Opening. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.